Hallo, mein Name ist Jens Grossmann. Ich bin gelernter Küchenmeister, seit vielen Jahren als DJ und Veranstaltungsagentur unterwegs und auch selbstständig. Viele Hotels in der Rennsteigregion und in Thüringen haben mit meinem DJ-Team zusammen in den letzten Wochen ihre Häuser beleuchtet, um ein Zeichen zu setzen. Erstens, dass sie noch da sind. Zweitens, dass sie gern wieder öffnen möchten. Unter dem Hashtag Gastfreundschaft ist Herzenssache haben wir das Ganze online gestellt, auf allen sozialen Medien verteilt und es ist eine Riesenresonanz gekommen. Lieber Bodo Ramelow, am Mittwoch ist die nächste Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Ich bitte wirklich darum, an uns zu denken. Und falls jemand Bodo Ramelow in seinen Facebook-Kontakten oder auf Instagram hat oder vielleicht sogar mit WhatsApp bei ihm verbandelt ist oder Candy Crush, dann schickt ihm bitte diesen Hashtag Gastfreundschaft ist Herzenssache. Das ist unser Anliegen, die Gastronomie, die Hotellerie. Wir wollen wieder öffnen. Gastfreundschaft ist Leidenschaft, das wissen viele Gastronomen, das wissen viele Wirte, das wissen viele Hoteliers und alle, die in der Branche arbeiten. Uns blutet das Herz, wenn wir keine Gäste empfangen dürfen. Liebe Gastronomen, Hoteliers, Wirte und wer alles noch so in der Branche arbeitet, beteiligt euch, teilt eure Beiträge unter dem Hashtag Gastfreundschaft ist Herzenssache oder auf der Seite vom DEHOGA Thüringen e.V. oder schickt eure Videos und Bilder und Botschaften an den DEHOGA per E-Mail.